So, wir sind jetzt hier auf dem Stand von Diving Dragonera, auf dem großen Stand von diving.de, und vor uns ist der Michel. Und Michel, was gibt es Neues auf der Basis? Erstmal herzliches Hallo, ich bin der Michel von Diving Dragonera. Wir haben die Basis vom Neo jetzt übernommen, in Port Andratx. Und es gibt im Sinne nicht große Neuigkeiten. Es gibt natürlich weiterhin ein sehr schönes Tauchrevier, die Basis am alten Fleck. Es gibt ein paar Neuigkeiten in Sachen Ablauf, es gibt Neuigkeiten auf dem Boot. Wir haben Sachen erneuert, wir haben Tauchgangslisten, in die man sich eintragen kann. Und ein bisschen neuere Sachen eben eingeführt. Ansonsten habt ihr die genauen gleichen Möglichkeiten wie zuvor, die gleichen schönen Tauchplätze. Könnt zweimal am Tag, dreimal mit Nachttauchen, zum Teil auch viermal rausfahren. Und ja, ansonsten natürlich schöne Zeit genießen in Port Andratx. Wie eh und je, das sind die Neuigkeiten. Ja, ich sehe gerade, ihr habt ein schönes neues Video gemacht. Sag mal was dazu. Ja, wir haben auch einen neuen Tauchlehrer, das ist der Jens. Der Jens macht sehr schöne Unterwasservideos, begleitet die Tauchgänge, die wir eben anbieten, begleitet auch zum Teil die Kurse, die wir anbieten, und haben jetzt auch im Rahmen unserer Newsletter einige Videos verschickt, die eben dabei entstanden sind. Das sind ganz kurze Schnitte, die eben ein bisschen zeigen sollen, was wir bieten können unter Wasser, was wir beim Kurs bieten können, und haben auch ein Video zur gesamten vergangenen Saison 2013 erstellt. Das zeigt auf, wie das Bootfahren funktioniert, wie unsere Kurse funktionieren, wie die Basis aussieht, wie der Ablauf vor Ort vonstatten geht. Ja, und diese Videos sind eben geplant, jetzt auch regelmäßig ein bisschen zu veröffentlichen, auch auf der Website, auf der Pedia kann man auch schon was sehen, auf der Pedia-Seite. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen. Am besten einfach mal vorbeischauen, vorbeikommen, sich das Ganze ansehen, und wir würden uns sehr freuen.